Guten Morgen, es ist der 26. Juli. Wir haben ein bisschen Nieselregen. Wir haben heute sehr erschwerte Bedingungen. Das Einzige, was wirklich schlecht ist bei der Plattjagd, ist Wind. Und den haben wir jetzt gerade. Aber ja, wir werden das Beste draus machen und nehmen euch dazu mit jetzt einmal. Herzen, ein kräftiges Leib. Super alter Bug. Gut gesprungen bei schlechten Bedingungen. Und Marie hat das super gemacht. Ganz ein super Bug. Aber kommt zu, schaut euch an. Man sieht schon, der ist unten massig. Die Rosen hängen. Die Deckenfarbe ist gelblich. Also ein knallroter Bug wird nie ein alter sein. Ja, wie ihr es gesehen habt, wir waren jetzt auf Stand Nummer 3. Marie hat einen ganz super alten Bock geschossen, der gut gesprungen ist. Wir haben extrem starken Wind, was das Einzige ist, was die Brunft wirklich schwer macht. Der Wind druckt in die Richtung, der Bock ist von da gekommen, also war vom Wind her zum Glück leicht versetzt. Und er ist tiefen Hauptes langsam zugezogen, ist gut gesprungen. Am vorigen Stand war unser ganz kapitaler Bock gekommen. Da ist auch ein Gars und ein junger Bock gekommen. Einen Jungen hat der Hansi gefilmt. Und der alte war leider zu gescheit, aber dafür haben wir jetzt einen alten Bock. Bedingungen schlecht, aber wie ich immer sage, sie haben nur 3 Wochen und in den 3 Wochen wollen sie einfach. Da spielt es wieder gar nicht so die große Rolle. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den nächsten Stand.
normalen Stand bezogen haben, dann warten wir jetzt so lang, bis die Vögel aufhören. Wir sind jetzt für jetzt einmal fertig. Man hat gesehen, gerade in der Früh, es hat genieselt, das Wetter war jetzt nicht so berauschend. Wir sind auch ein bisschen nass geworden. Gerade die ersten paar Steine sind wirklich gut gegangen. Es sind ein paar Bäcke gesprungen. Wir haben auch einen super passenden erlegen können, also die Marie. Die letzten drei Steine waren leider nicht so gut. Das hast du aber hier und da mal, dass ein bisschen eine Flaute ist. Wir fahren jetzt einmal frühstücken und nachher zeigen wir euch noch eine Kleinigkeit. Dann probieren wir noch einen Stand, wo es ein bisschen schwieriger ist mit dem Klettersitz. Ja, während der Matthäus da jetzt oben zusammenpackt, erzähl euch kurz, was war. Wir sind da jetzt in einem Wald mit noch ein paar einzelnen Bäumen. Dementsprechend ist darunter die Naturverjüngung. Man sieht so gar nichts mehr. Jetzt ist der Matthäus mit dem Klettersitz geschwind rauf, dass er ein bisschen rein sieht. Und ja, es ist schon 9:30 Uhr, die Sonne steht schon recht hoch. Da ist natürlich auch dann oben super, wegen Schaden und so. Und es ist jetzt ein Bock zugekommen, bis auf, ja, also da 3 Meter der Baum von Matthäus, da ist der Bock gestanden. War aber ein junger Bock, aber war hochinteressant. Der ist top motiviert, ganz zugesprungen. So, der Klettersitz ist nicht nur bei so vielen anderen Jagdarten einsetzbar, sondern bei uns auch bei der Blattjagd. Weil es bietet sich oft bei manchen Ständen an, dass man doch mit dem Klettersitz was macht. Da man schlecht aussieht oder der Bewuchs relativ hoch ist oder es ist überriegelt, dass man am Boden nicht recht viel sieht. Deswegen nehmen wir einen Klettersitz manchmal beim Platteln. Wie das Ganze funktioniert mit dem Klettersitz, da verlinken wir euch das Video, da haben wir mit der Bundesforstwehr ein Video gemacht, wie das Ganze funktioniert mit der Sicherung und welche Baumart man sich aussucht und solche Sachen. Aber das seht ihr im anderen Video.
Es ist jetzt 18 Uhr, kommt jetzt ein Zund durch, sollten optimale Bedingungen sein. Wir sind jetzt in einem neuen Revier, einem sehr klar strukturierten, interessanten Revier und nehmen euch jetzt mal mit. Was hast du denn vor? Das ist, da ist nichts. Okay. Oh, der Baum liegt da. Ja, na, vor dem Baum müssen wir dann links da rein. Aha, nein. Wo musst du jetzt um dran? Du bist der Rosenmacher. Ja, dann soll das auch nichts bei meinem Bus. Ja, erster Stand ist erledigt. Es ist ein junger Bug, also ein Jährling da gestanden. Und ein ganz eingestellter, interessanter alter Bug. Aber der ist genau bei der Gas gelegen. Und die darf halt keine Kids kommen. Wir haben jetzt alles probiert. Wir haben auf den Stand über eine halbe Stunde plattert. Und er ist aber dann jetzt zum Schluss angesprungen mit der Gas. Und ja, geht halt nicht immer. Die Wetterbedingungen sind jetzt ganz super. Es hat geregnet, es war stark bewölkt. Und jetzt, schaut's um, scheint die Sonne. Jetzt zieht das Reh wieder aus, jetzt tut sie was. Wir fahren am nächsten Stand. Ja, wir haben jetzt einen wirklich, wirklich super Bug geschossen. Ganz super, der Hansi hat es eh gefilmt. Der Alex hat es auf der Kamera gefilmt, also am Quer. Wir gehen jetzt einmal hier und schauen sie nach. Muss komplett passen. Naja, das war jetzt der Bug, den der Alex schon kennt hat. Also das ist, passiert uns nicht recht oft.
Bist. Das ist schon richtig. Ja. Das ist ein Rettig. Das ist ein Wahnsinn. Bist du deppert? Wahnsinn! Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? Ein ganz, ganz, ganz kräftiges, wenn man sagt. Wahnsinn. Hoppi. Hier geht's zu, mal schaut euch einmal den Bug an. Ja, man sieht jetzt wirklich schön die fahle Decke, das graue Haupt, die lokalen Rosen hängen. Und wenn man da einmal kurz reinfilmt, jetzt werden wir auf den gemütlichen Teil übergehen. Und haben sie irgendwas am Grüller. Zwei Monate vorher sitzt und dann kriegt. Genau da. Machen wir da gleich ein Foto. Ja, Stor auf, ne? Wahnsinn. Das ist wieder gut. So, wir haben jetzt den 26. Juli, Abend. Wir sind heute schon zum Glück früher fertig. Oder zum Glück, wir sind früher fertig. Wir haben einen ganz alten kapitalen Bock geschossen. Wir haben auch in der Früh einen ganz alten Bock geschossen. Der nicht so stark war, war ganz alt. Sie sind sehr gut gesprungen heute. Natürlich, die Alten hupfen jetzt nicht so zuber, aber es war ein großes Interesse vorhanden von Seiten der Böcke. Es war vom Wetter her ganz optimal. Es hat ja, wieder wie die letzten Tage untertags ein bisschen zugezogen. Wir haben jetzt beim ersten Stand ist dann die Sonne gekommen. Da haben wir dann aufgehört. Da war aber eh eine gute Bewegung. Das haben wir eh vorher schon, da der Hans Filmer kennen. Und jetzt auf dem Stand hat es jetzt ganz gut gepasst. Da haben wir alle Szenen, die man glaube ich braucht für die Jagd. Und sie sind jeden schon, sind die vier Seiten geschlafen und alles, weil der Bug ist halt Ewigkeiten gestanden und hat da die Lage sondiert. Und auf 60 Meter, wo ich sage, da war dann wirklich von der Bewegung her nicht mehr viel los. Also von unserer Bewegung her, dass wir sie nicht mehr rühren haben können, weil er natürlich die ganze Zeit uns hergesichert hat. Und hat aber dann ganz gut gepasst. Der Schütze hat sich dann dran können, wie sich der Bug auch draht hat. Nach gefüllten Stunden. Und haben den dann mit einer guten Kugel erlegen können. Der ist im Feuer geblieben, das habt ihr aber ja im Video. Wir werden jetzt den Grüller anreißen und hoffentlich zur Zeit ins Bett kommen, dass wir für morgen für euch wieder fit sind. Wird dann gut.